Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und wenn ihr es satt habt, das Laub mit Rechen wegzumachen oder mit einem lauten Benzinmotor rumzuhantieren, wo sich die Nachbarn drüber aufregen, gibt es jetzt einen richtig leistungsstarken Ego-Akkulaubbläser mit 56 Volt und in der Turbostufe mit 1300 Meter Kubikmeter pro Stunde Luftleistung, also das ist mehr als viele Benzingeräte haben. Also da habt ihr viel mehr Power, aber bei wenig Lärm. Also bei voller Power heizt ihr bei 99 Dezibel. Bei gleich große Benziner, da heizt es bei 110 oder noch mehr. Also das ist ein gewaltiger Unterschied. Wird einfach hier bloß drauf gesteckt, ist ein Schnellverschlusssystem. Also ihr tut es einfach hier so drauf, rastet hier ein. Wenn es wieder runter, da wird es einfach hier ziehen und runterziehen. Geht auch leichter als bei vielen anderen Geräten. Dann habt ihr entweder schmale Powerdüse oder eine breite Düse. Also wir werden jetzt einmal mit der breiten Düse machen. Da ist auch wieder Verriegelung. Wird bloß einfach drauf gesteckt, bis es einrastet. Akku sollte voll geladen sein. Hier einfach drücken, ist voll. Wird einfach drauf gesteckt, bis er einrastet hier. Wenn du rausnehmen willst, brauchst du es hier ziehen. Ist eine relativ leichte Geschichte. Ihr habt hier auch noch Haken, wenn du willst, könnt ihr also auch einen Gurt nehmen und das Ganze umhängen. Geht natürlich auch noch. Dann habt ihr hier, könnt ihr Power geben auf Dauergas. Und hier ist noch die Turbo-Taste. Oder ihr könnt es hier auch dosiert mit der Hand machen. Wenig. Hier feststellen. Und dann noch Turbo. Schaut mal her, der haut das Mulchmaterial samt die Äste und dem Laub davon. Und das in einem Tempo, also da kann man wirklich nichts mehr sagen. Also wer da nur einen Benziner hernimmt, mei, ich sag selber Schuld. Mit ein paar großen Akkus, da kann ich werkeln ohne Ende. Also 56 Volt Akkusystem, Profibereich, also mal drüber nachdenken. Da braucht es ja nicht mehr unbedingt einen Gehörschutz, weil sie hier im Bereich heizt vom Lärm her wie ein Rasenmäher ungefähr, wie eine konventionelle, bei höchster Turbostärke. Wenn sie mit weniger Leistung fahrt, ist er natürlich nicht so leistungsstark. Aber das kann man ja schön dosieren, also je nachdem. Und vor allem, das ist jetzt alles noch watschelnass, weil neben der Baumhecke bei mir, da ist selbst Richtung Abend, wenn es geht, immer noch nass. Habt ihr ja ausreichend Power. Ich zeige es jetzt euch auch nochmal mit der Runddüse. Haben einen Unterschied sagt, wo ich schon ein Fan bin von der neuen Flachdüse, das ist wirklich, da geht was. Das Ganze mit der Runddüse noch. Wie gesagt, wegen dem Gewicht, ihr könnt es auch als Gurt noch dazu kaufen, dann könnt ihr es euch auch umhängen. Ich verlinke euch wie immer das Ganze am Video, wenn ihr die technischen Daten alles genau durchlesen möchtet. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es ja gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, das würde mich sehr freuen. Und ich habe ja auch schon Video mit Benziner gemacht, also ihr braucht euch da mit dem Gerät nicht mehr verstecken. Also
hat mehr Power wie viele Benzin-Handgeräte und ihr habt nicht mehr das Thema mit Sprit alt werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.